Hallo Leute und willkommen zurück zur zweiten Runde. Paradise Lost. Das hat jetzt gebraucht. Ich wusste nicht mehr ganz, wie es heißt. Ich habe es aber auch erst heute entdeckt durch Tristan. Und erst heute auch angefangen. Da darf ich den Namen auch mal ein bisschen zwischendurch vergessen. In der letzten Folge wollten wir hier runterspringen, haben uns das aber für jetzt aufgehoben. Und... Krawums. Okay. Na, dann gucken wir mal weiter, was hier so los ist. Ich hoffe, dass hier nicht so ein Monster wie in Rebirth ist. Jetzt habe ich beim letzten Mal in der Folge schon erzählt, dass mich das an dieses Bahnhofsgelände aus Amnesia erinnert. Da können wir anscheinend hoch. Hier unten kann ich nichts machen, ne? Nee. Okay. Ich habe auch nochmal die Stimmen kontrolliert, weil wenn sie spricht, also ihre Laute, dieses und sowas alles, sind ja relativ laut. Also im Gegensatz zum Umgebungssound, den habe ich ja extra dreifach so laut gemacht. Aber wenn sie redet als Mutter zu ihrem Sohn, und wir sind wir die Mutter? Wir klingen so weiblich. Dann sind die Stimmen halt so leise. Anscheinend ist das, was ist das? Lüftung. Anscheinend kann ich das nicht so wirklich steuern, ich weiß nicht genau. Aber gucken wir jetzt erstmal schnell hier. Jede Menge Koffer. Bisschen nach... Oh, das ist ein Aschenbecher. So, ich dachte, das ist irgendwas Sinnvolles, was wir mitnehmen können. Hier sind nur Tische. Oh, ist das eine Map oder so? Nee, ist nur ein Heft. Okay. Dann... Hier sind auch nur Koffer. Auch nichts auf den Sitzflächen. Oh, eine Zeitung. Wartet. Die können wir uns angucken. Die wollen wir lesen. Krakauer Beobachter. Kann ich gar nicht lesen. Kann ich die wenden oder so? Nee. Kann ich leider nicht. Also ich hatte nicht diese E-Option zum Lesen. Zigaretten, glaube ich. Okay, lasst uns weiter gucken. Jede Menge Koffer. Noch mehr Koffer. Was sind das für runde Dinge eigentlich? Sind das Hutschachteln? Hutkästen oder so? Warum macht man die rund? Warum macht man die nicht auch eckig? Also, damit sie die Form des Huts haben, ne? Aber meine Koffer sind doch auch nicht T-Shirt-förmig. Oder hosenförmig. Oder gibt's sowas und ich weiß es nur nicht. Weil ich unzivilisiert bin? Kann natürlich auch sein. Okay. Apropos Koffer. Hier haben wir einen Koffer, den wir uns schnappen können. Was sind da drin? Was zu lesen. Ein bisschen näher ran anscheinend. Okay. Liebste Großmutter, du wirst nicht glauben, wer mit mir im Zug sitzt. Greta Müller. Gerade noch hast du mir ihre Platten vorgespielt. Sie ist so elegant. Ich wünschte, ich könnte mit ihr sprechen. Doch sie hat ihr eigenes Abteil und niemand darf dort hinein. Hier sitzt doch einer der Zeichner von der Zeitung, die du immer liest. Er hat sogar ein Bild des Führers für mich gemalt. Göring hingegen hat er etwas schlanker gezeichnet, als er eigentlich ist. Es ist eine Ehre, mit diesen talentierten Berühmtheiten in einem Zug sitzen zu dürfen. Es tut mir so leid, dass ich dir nicht Lebewohl sagen konnte. Sie kamen, als du fort warst und waren so ungeduldig und ungehobelt. Ganz anders, als ich es mir vorgestellt hatte. Doch zumindest versprachen sie mir, dir diesen Abschiedsbrief zukommen zu lassen. Ich hoffe, er wird dich erreichen. In Liebe, deine Adela. Oder Adela? Adela? Wie auch immer. Ja, hat ja nicht so funktioniert mit dem Erreichen, oder? Ja, da kommen die Katzen direkt. Ja. Es könnte nämlich zeitlich sein. Ich weiß es gerade nicht ganz. Oha, das war wieder laut. Dass langsam Katzenabendbrotzeit ist. Links oder rechts, Leute? Erstmal nach rechts, glaube ich. Weil das hier sieht aus, weil da vorne die Tür zu ist, als wäre das ein Ende. Okay, alles so schön zusammengelegt. Hier ist wieder was zum Lesen. Hä? Was haben wir denn hier? An alle Kolonisten. Es gilt die Anweisung, dass nur ein Gepäckstück pro Person in der Gesellschaft akzeptiert wird.
Sämtliche weiteren persönlichen Besitztümer werden bei ihrer Ankunft entsorgt. Das Rasse- und Siedlungshauptamt der SS, USHA, wird dafür Sorge tragen, dass diese Regelungen eingehalten werden. Okay. Gab es diese Gesellschaft wirklich? Muss ich leider zugeben, habe ich gar keine Ahnung. Kennen die Grundlagen, die man im Geschichtsunterricht lernt? Aber ansonsten... Schöne Tasse. So Zwiebelmuster, ne? Okay, nur Koffer. Gut. Dann war's das hier. Wir laufen mal ein bisschen zügiger hier lang. So. Nichts und niemand zu sehen. I'm leaving, do you hear me? And you're not going to stop me. I don't want to spend my whole life here. Mama? Mama, are you okay? Mamushu? Waren ihre Haare jetzt grau? Oder sah das durch das Licht nur so aus? Aber er wirkte nicht so viel älter. Vielleicht, keine Ahnung, 17, 18 oder so jetzt plötzlich. Also ich kann das nur anhand seiner Stimme ausmachen, ne? Oder versuche ich zumindest. Da ist sie ja jetzt nicht plötzlich ergraut. Ich meine, sie war von 0 bis 16 war sie quasi gleich alt und dann plötzlich wird sie grau ein Jahr später. Vielleicht habe ich es auch nicht richtig gesehen. Aber dann können wir auch nicht weiblich sein, oder? Sehr geehrter Herr Bachhuber, ich wende mich an Sie mit einer Bitte um einen Gefallen. Ich weiß, dass es mir nicht länger zusteht, mich einzumischen, da nun sämtliche meiner weltlichen Besitztümer in Ihren Besitz übergegangen sind. Doch ich hoffe, dass Sie... Oh, schade, ich kann die Maus nicht benutzen, um in der Zeile zu bleiben. Dass Sie mir trotz allen diesen letzten Gefallen erweisen können. Ich bin mir sicher, dass Sie zuallererst die Buche im Garten fällen werden. Dort hat eine Amselfamilie erst kürzlich ihr Nest gebaut. Bitte bringen Sie das Nest sicher in einen anderen Ort, bevor Sie den Baum fällen. PS, das nächste Mal sollte ich vorher daran denken, einen Zugfahrschein von jemandem zu kaufen, der mir zumindest ein wenig ähnlich sieht. Wir ähneln uns überhaupt nicht, ganz zu schweigen von der Fotografie im Reisepass. Leider Gottes waren Sie die einzige Person in ganz Bayern, der die Ehre zuteil wurde, einen solchen Fahrschein zu erhalten. Haben die quasi ihre Leben getauscht? Weil, also wenn ich das richtig verstanden habe, hat er ja gesagt, dass er diese Karte bekommen hat und dem Typen gegen die Karte sein Haus gegeben hat? Und warum sollte er zuerst den Baum fällen? Okay, das werden die besprochen haben wahrscheinlich. Als es darum ging, um das Aushandeln und so. Was ist das? Spiritus. Okay. Muss ich eine kleine Krone da nehmen? Hm. Okay, dann wieder runter hier. Ich weiß gar nicht, was unsere Mission ist, wo wir hingehen, was wir wollen, warum wir hier sind. Aber das werden wir schon noch erklärt bekommen. Gigantisch. Geht das da bergab? Ich glaube, hier ist eine Tür offen, deswegen gehen wir mal hier rum. Okay, hier können wir an Hebeln ziehen. Vielleicht sollten wir uns aber erstmal umgucken, bevor wir wahllos irgendwelche Hebel ziehen. Nicht, dass es dann schon weitergeht oder so. Hier trägst du mit. Hä?
Kann man auch ziehen. Lieber Leopold, viele Male betete ich, bitte Gott, lass mich wegsehen, lass mich für das erblinden, was so klar erkennbar ist. Ich bin nichts als ein einfacher Schlosser, der nur tut, was man ihm sagt. Doch tief in meinem Herzen wusste ich, dass der Tag käme, an dem ich mich für mein Schweigen verantworten müsste. Noch viel mehr schmerzt mich jedoch die Tatsache, dass nun, da dieser Tag gekommen ist, du derjenige bist, der die Konsequenzen tragen musst, nicht ich. Heute verliere ich einen Freund. Und ich muss mich fragen, ob es eine andere Möglichkeit gegeben hätte. Vielleicht, wenn ich den Mut gehabt hätte, meine Befehle in Frage zu stellen, hätte ahnen können, dass dies unsere letzte Reise zusammen sein würde. Ich grüße dich, mein alter Freund. Es tut mir wahrlich leid, dass es so enden muss. Okay. Durchsagedinger, glaube ich. Ich ziehe erstmal am linken, würde ich sagen. Wir müssen meiner Meinung nach sowieso an beiden ziehen. Okay. Das bleibt jetzt einfach weiter an. Ich habe gedacht, da ist jetzt noch irgendwas, was da jetzt drauf fährt oder so. Wir machen das bei dem anderen jetzt auch noch. Geht da jetzt die rechte hoch? Ach, die geht sowieso nicht. Okay, so viel dazu. Dann raus mit uns. Okay. Warum ist das auch hier so zugefroren? So eine Eiszeit. Kann ich das hier aufmachen, aufbrechen irgendwie? Ja. Okay, hier ist nichts weiter. Versuch mal ein bisschen zügiger rüber zu gehen. Muss ich den Zug hier anschmeißen? Nee, da komme ich gar nicht lang. Okay. Wir haben so ein bisschen so einen wobbeligen Gang. Wow, was für dicke Eisdinger. Kann ich nichts machen? Aber hier können wir einen Hebel ziehen. Ah, okay. Das erinnert schon wieder so krass an Rebirth, an diese andere Welt. Erinnert ihr euch noch an die? Hieß das nicht auch Schattenwelt? Da gab es doch auch diese riesigen Statuen. Oder gab es da nur eine? Nee, es gab mehrere, ne? Und dann war auch alles so in diesem Nebel, so irgendwie versteckt, verdeckt. Genau schön im Schnee gelandet. Boah, passen wir nicht durch. Naja, wir bleiben hängen mit der Hose. Im Eiszapfen. Okay. Müssen wir hier unten drunter durchkrabbeln? Ich glaube schon.
sie aber auch so zielstrebig den Weg kennt. Oder er. Die Stimme klingt sehr weiblich. Okay, das müssen wir dann aufmachen. Gucken bloß mal schnell. Oh, hier hinten ist ein Teddy, glaube ich, ne? Wieso kann ich den... Möchte ich den Teddy anfassen? So geht das nicht. Können wir doch crouchen? Lass uns mal kurz gucken. Einstellungen... Nee. Sitzen. Ich muss doch diesen Teddy anfingern können. Oh, hier war der Punkt gerade. Oh, ich muss ja beinahe draufstehen auf ihm, damit ich ihn angucken kann. Okay. Schade, dass wir die Gegenstände nicht so viel drehen können, aber wahrscheinlich auch komplett unnötig. Deshalb haben sie es nicht als Möglichkeit gegeben. So, was haben wir hier noch? Klappen oder so? Bisschen Klamotten. Bisschen Kram. Ne. Weil auch immer mit dem kleinen Zeh hier überall hängen bleibt. Zdrowaś, Mario. Es gibt pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. I błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Das ist ein Tonband. Ich habe gedacht, das ist so ein Knopf, mit dem man jetzt hier die Tür aufmacht. Ob man auch manchmal einen richtigen Winkel findet. Okay, wir haben unsere Ausrüstung beisammen, war das, glaube ich, gerade. Ich gucke trotzdem nochmal. Bisschen Farbe oder so. Das ist wahrscheinlich die Tür zu unserem Bunker. Okay, dann raus mit uns. Wohin auch immer. Ist hier was zu gucken? Ein Grab, oh je. Kann ich das anschauen? Kennen wir den Stoff wieder? Aha, guckt euch mal das riesige Haus an. Ist halt die Frage, haben wir uns jetzt selbst gerade gesehen? Oder jemand anderen. Was sind das für... Hier kommen wir nicht hoch. Was sind das für Zwischensequenzen für Gedanken? Abenteuer. Ein neues Abenteuer. Okay, wir suchen wahrscheinlich unseren Vater, weil die Mutter tot ist, oder? Das macht Sinn. Ha, guck mal die Figuren und so. Okay. Scheinen wir aber reinzukommen. Da ist eine Interaktionsmöglichkeit drin. Lasst uns mal gucken. Dann geht's auch lang. Erstmal will ich hier den angucken, weil der sah fett aus. Oh, liebe Leute, apropos fett. Bevor wir uns diesen coolen Waggon hier anschauen, würde ich sagen... Machen wir eine kleine Aufnahmepause, weil wir sind schon wieder bei 20 Minuten angekommen. Und dann gucken wir beim nächsten Mal, was das dorthin für Wildschweinchen und Klamotten oder sowas gewesen sind. Also dann
Bis dann. Tschüss.